Wir haben hier so eine kleine Meinungsverschiedenheit. Keine große Sache, aber trotzdem möchte ich. So, jetzt. Na. Apazi. Stabsgefreiter? Ja, mein Gott. Wir haben gehört, dass ein Inquisitor im Manufaktur. Alter Schwede. Ist. Ja, Lord Rogan. Wir haben ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen. Aber wenn man den Dreh ein bisschen raus hat, ey, das war schon, ne? Dachte ich mir fast. Oh, Mills, ey. Hi. So viel Aufregung am Morgen, ohne geschlafen zu haben und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaub das nicht. Eieieiei. Ich gebe zu, ich habe mich in dem letzten Part da so ein bisschen blöd angestellt, da mit dieser Execute-Heilungsgedönse, aber da musste ich mich auch erstmal mit und so, ne? Außerdem bin ich ein Shooter-Noob, aber hey, da geht ja die Luzi ab. Aber gucken wir uns auch nochmal Werkgänge an. Da muss ja auch noch irgendwas Dolles sein, nicht? Wir sind ja noch nicht durch, wir sind noch nicht am Ende, wir sind noch voll dabei. Oder? Ja, das sieht so aus. Okay, ich nehme mal an, hier durch. Jetzt habe ich irgendwie nur zwei Waffen. Ne? Aber jetzt nicht, das ist die erste Mission. Captain, Sturmunterstützungskapseln wurden in dieser Gegend abgeworfen. Das ist aber nett. Sprungmotor. Ach ne, da stand ja was von Sprunggedöns, ne? Ui. Okay. Halte die letzte. Danke. Halte Leertaste drücken, um Sprungmotor auszulösen. Drücke auf Maus 2, um dich auf Gegner zu leben oder zu töten. Okay. Eingabe. Gehen Sie nach oben, Captain. Ui, ja. Wir kümmern uns um die Orks hier unten. Oh. Ganz so hoch hinaus wollte ich dann doch nicht, glaube ich. Wo will ich eigentlich hin? Und sind Orks. Wow. Ja, ist das schief gegangen, ha? Was ich wieder. Danke. Wow. Ja, ha, 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 ha. Okay. Na los, Kleiner, sei meine Henkersbraut. So, ihr macht da unten und ich muss ja hier oben. Ich hab gar nichts gemacht. Hat es trotzdem funktioniert. Okay, jetzt bin ich unten, Moment. Egal. Rennen und so. Boom. Lad doch nach. So. Rennen. Sollt euch nicht ankicken, ihr sollt euch abknallen hier. Was ist das? Alter,
Dies haben wir gleich. So, und los, Ruhe im Karton. Papa will jetzt seine Bild lesen und sich zu bilden. Har, har. Hat's einen Kopfstrich? Ich denke aber, mein Gehör spielt mir immer wieder einen Streich. Aber... Ey, jetzt passt mal auf hier. Schönen Flug. Oh. What the fuck? Ach, da oben. Bam. Mehr. Kicken wir mal hier. Ja, hahaha, ha, ha, den kleinen Mistviecher. Run, 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 run. Das war nicht ganz so geplant, aber... Gott, knall ich überall gegen. Und ich hab'n Führerschein. Und das finde ich ja gruselig. Wirst du mir wohl nicht widersprechen? Du warst unartig, habe ich gehört. Da kommt der Weihnachtsmann und haut die mit der schicken Waffe. Naja. Moderne Routen werden so aussehen, liebe Kinder. Also seid ihr mal schön. Wow. Ja auch, wenn ich jetzt hier, boom! Schnauze! Ba-ba-ba-bam! Ba-ba-ba-ba-ba-bam! So. Oh. Kein Platz für das Sprungmodul, Captain. Das war's wahrscheinlich wieder, ne? Ja, das dachte ich mir. Aber dit ist es dann ja wohl gewesen. Was bleibt mir zu sagen? Es ist actionreich. Also, mit actionreich meine ich jetzt nicht einfach actionreich, sondern da geht richtig die Post ab. Wenn die Waffenvielfalt bei diesen vier Waffen bleibt, ja, okay. Dafür hat man eine Nahkampfwaffe, man kann executen. Finde ich sehr schön. Erinnert ein bisschen an Darksiders vom Spielstil her. Und ja. Also insgesamt macht Spaß. Da es ein Mehrspieler hat, hat es glaube ich noch einen sehr viel höheren Spielwert. Also ich find's geil, muss ich ehrlich sagen. Ich find's geil. Bin ja nicht so der Shooter-Freak, aber es gibt halt Ausnahmen, wie zum Beispiel sowas. Also Warhammer würde ich sagen, klar. Und im Multiplayer würde ich es auf jeden Fall zocken. Und das nicht jetzt nur einfach so, ja, ich würd's tun, sondern ich würd's tun! Also hier geht die Post ab, wenn ich mir dann hier ein paar Kumpels zusammenkrotte und dann da die Orks zermatsche einfach nur. Das bockt doch! Da hat man noch Laune. Da will man noch mal dabei sein hier. Da will man sich Lose kaufen und gewinnen. Vom Kinderfahrrad oder was weiß ich. Also,
ich sag mal, Kaufempfehlung von mir ist gegeben. Das ist richtig Hammer, das Game. Wenn es von der Spiellänge natürlich auch dann so insgesamt mithalten kann und inhaltlich auch genug bietet. Auch eine gewisse Vielfalt an Gegnern, das hat diese 3, 4, na gut, ich habe jetzt 5 Gegnerarten oder so. Goblins, Wigs, Nahkampf-Orks, Fernkampf-Orks und die dicken. Aber vom Spielstil her, von der vom Prinzip her, macht Spaß. Also Bloody Phil sagt, geil, mehr davon. Und von daher erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Demo oder zum nächsten Let's Play auf meinem Kanal. Ciao, yo, und bis denne.